Was ist der Unterschied zwischen Schrott und Qualität? Richtig, es gibt keinen wirklichen Unterschied mehr, zumindest nicht an den Finanzmärkten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Man sieht das an Anleihepreisen, da gibt es die sogenannten Junk Bonds, die Anleihen von Unternehmen, die so schlecht bonitär sind, dass eine Ratingagentur sagt, na, also besser nicht kaufen. Und dann kann ein Profi, ein institutioneller Investor, die auch nicht wirklich kaufen. Kann die also nicht ins Portfolio nehmen, weil das Ausfallrisiko zu groß ist. Und wenn wir uns mal die Renditespanne, also den Risikoaufschlag anschauen zwischen diesen Junkbonds und den Anleihen, die als Investment Grade, also da kann man zulangen ohne allzu großes Risiko. Wenn man sich diesen Unterschied anschaut, dann wird er immer geringer. Und warum ist das so? Die Notenbanken zerstören den Zins. Die einzige Notenbank, die noch Zinsen hatte, die einzig relevante im Mindest, nämlich die FED, die ist wohl dabei, die Zinsen zu senken. Dementsprechend wird der Unterschied zwischen Schrott und Qualität immer geringer, weil man sich sagt, es ist so viel Geld da, so viel Liquidität da. Und im Zweifel wird die Notenbank ohnehin die ganze Geschichte dann stützen. Und weil man eben in diesem Junk-Bereich noch ein bisschen mehr Rendite bekommt. Und wohin soll das Geld gehen? Das ist die große Frage. Unter anderem an die Aktienmärkte. Und dann sehen wir, dass wir eben auch eine feine Rallye hatten, etwa im S&P 500 bei sinkendem Volumen. Das Volumen ist erst in letzter Zeit ein bisschen angezogen, seit Jerome Powell auf der FED-Sitzung angedeutet hat, dass wohl im Juli die FED die Zinsen senken wird. Aber schauen wir uns einfach mal die Lage an, hier eben an den Anleihemärkten. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen BB-Anleihen, die also von Ratingagenturen mit einem doppelten B versehen werden, und einem Triple B, also dreimal B. Das ist so die unterste Schublade sozusagen. Die ist so gering wie nie zuvor und sie wird wohl noch geringer werden, wenn eben jetzt auch die FED als letzter Zinshafen sozusagen wegfällt, wenn also die USA bald auch keine Zinsen möglicherweise mehr zahlen werden. Wohin soll es dann gehen? Dann ist eben alles gleich, dann ist Schrott gleich Qualität. Und dementsprechend werden dann viele Firmen überleben, die eben Schrott sind, die eigentlich kein wirklich funktionierendes Geschäftsmodell haben, aber die nur deswegen überleben, weil es eben Kreditgeber gibt, die an Schrott Kredite vergeben und sich sagen, naja, wird schon gut gehen, die Sache. Dementsprechend werden wir dann viele Zombie-Firmen haben. Und wenn wir Zombie-Firmen haben, dann passiert eben das, was Schumpeter beschrieben hat, der geniale Ökonom, der gesagt hat, dann haben wir im Prinzip eine Fehlallokation von Kapital, die kreative Zerstörung, wo schlechte Firmen untergehen, gute Firmen stärker werden, die findet nicht mehr statt. Und dann haben wir sozusagen eine Situation, die stagniert, die dann in sich implodiert. Das ist dann eine Frage der Zeit. All das ist jetzt nicht für Daytrader geeignet oder für den kurzen Zeitrahmen, aber das ist die Perspektive und ich sehe es als meine Aufgabe, vor allem auch Perspektiven zu geben, mittel- bis langfristige Denkräume zu zeigen, die hier der Fall sind. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die heute interessant waren. Wenn wir schon keinen Zins mehr haben, dann haben wir die Inflationierung von Vermögenspreisen. Die Notenbanken jammern darüber, dass wir keine Inflation haben. Inflation versteht man eben auch die Verbraucherpreise oder möglicherweise auch die Erzeugerpreise, aber man versteht eben nicht darunter Vermögenspreise, also Aktien, Immobilien und Betriebsmittel. Und da sind wir auf neuen Allzeithochs. Das heißt, die Notenbanken schaffen eine andere Art von Inflation. Wir sehen hier zum Beispiel den German House Price Index auf einem neuen Allzeithoch, ziemlich parallel laufend mit der Bilanzsumme der EZB, aber auch in Portugal zum Beispiel neues Allzeithoch. Am Immobilienmarkt, hurra, irgendwann wird die Spanne so groß, dass sich keiner mehr Immobilien leisten kann, dann wird wahrscheinlich die EZB selber die Immobilien kaufen und sie dann den Leuten schenken, oder wie soll das gehen? Das ist die große Frage, die sich stellt. Schauen wir uns noch an, was ich Ihnen mitgebracht habe. Die Märkte erwarten inzwischen in Gestalt der Fed Fund Futures 4 Zinssenkungen, knapp 4 Zinssenkungen inzwischen in den nächsten 12 Monaten, also hier wirklich relativ starke Erwartungen, dass da etwas wirklich schief läuft. Wir haben heute zum Beispiel den IFO-Index gesehen, der war zwar ausgefallen etwa wie erwartet, aber es war trotzdem der schlechteste Wert seit 2014. Dann haben wir den Dallas Manufacturing Index gesehen, von der Dallas Fed imitiert über das verarbeitende Gewerbe in Texas, katastrophal, minus 12. Die Befragten berichten, dass die Löhne langsam beginnen zu steigen, dass die Zölle sich bemerkbar machen etc. Also da sieht man schon,
im Nukleus das Ungemach, das dann möglicherweise kommt. Und die Aktienmärkte sagen sich, hurra, die FED wird die Zinsen senken, alles andere ist doch egal. Das aber möglicherweise, wenn die FED gezwungen ist, die Zinsen zu senken, weil die Wirtschaft abschmiert, möglicherweise dann das eine oder andere Unternehmchen auch ein Problem haben wird, weil man dann eben nicht mehr das Geld und die Marge verdient, die man vorher verdient hat. Das wird geflissentlich ignoriert. Kein Zufall wohl, dass derzeit die US-Nebenwerte, die im Russell 2000 versammelt sind, deutlich schlechter laufen. A, weil die stark verschuldet sind und B, weil ihnen offenkundig so langsam, zumindest bei vielen Firmen, das Geschäftsmodell wegbricht, wenn die Margen noch geringer werden. Da sind nämlich einige Zombies dabei. Fast jedes zweite Unternehmen im Russell 2000 macht Verlust. Das sind doch erfreuliche Perspektiven. Schauen wir uns die Charts an und gucken, was da der Fall war. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Ist eine Seitwärtsbewegung, die wir heute konstatieren können. Wir haben, das hatte ich heute im Videoausblick schon mal gesagt, normalerweise eine Wahrscheinlichkeit nach dem Juni-Verfall, dass dann in der Folgewoche in 87% der Fälle der S&P negativ agiert, mit einem durchschnittlichen Minus von 1,4%. Aber diesmal ist alles anders, weil wir haben die Fed, wir haben hier den Nasdaq, der leicht im Plus ist, wir haben den Dow Jones, der leicht im Plus ist, aber wie gesagt, der Russell ist im Minus, der hat ja am Freitag schon ganz schön auf die Mütze bekommen. Wir haben dann den DAX, das ist nicht der DAX, das ist der Euro-Dollar, aber egal, ist ja eh alles gleich. Die Gemeinschaftswährung, die steht bei 1,1390, war heute schon an der 1,14er Marke. Wir sehen, dass der Ölpreis bei 57,11 $ ist wieder ein bisschen runtergekommen, trotz der Iran-Sanktionen, die für heute angekündigt sind, der zusätzlichen Iran-Sanktionen. Wir haben heute bei Finanzmarktwelt ein sehr interessantes Exklusivinterview mit einem Iran-Experten, der Vorsitzende der Deutsch-Iranischen Handelskammer ist. Da möchte ich Sie animieren, schauen Sie sich das mal an auf finanzmarktwelt.de. Und wir haben weiterhin den Goldpreis bei 1413, also auch über die 1400er Marke jetzt gestiegen. Ich gucke mal, ob ich Ihnen den DAX noch finden kann, weil ich hier die Geschichte nicht unterscheiden kann bei den Charts. Aus irgendwelchen Gründen hat er die nicht mehr hier displayed. Da ist er, kaum muss man 10-mal drücken, dann kommt schon der DAX. Und wir sehen, das geht so ein bisschen und zwar kontinuierlich nach unten, nicht dramatisch, aber es ist so ein Abpumpen. Natürlich belastend heute die Gewinnwarnung von Daimler, Dieselgate, aber insgesamt scheint den DAX so ein bisschen die Luft auszugehen derzeit. Ob auch den US-Märkten bald die Luft ausgeht, zumindest in dieser Woche, das ist die große Frage. Jetzt beginnt bald die Berichtssaison, wir werden schon in dieser Woche einige Unternehmen haben. Damit sind wir schon in der Blackout Period und das erklärt vielleicht, warum die US-Indizes heute nicht so hurra schreien wie noch in der letzten Woche vor dem Verfall. Ich wünsche es erstmal einen nicht allzu heißen sommerlichen Abend, meine Damen und Herren. Würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder beim Videoausblick dabei sind. Bis dann, Servus und Ciao.